In der Deutschen Demokratischen Republik sind Frieden und Wohl des Volkes das Maß aller Dinge. Auf dem 11. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dem höchsten Forum der Kommunisten unseres Landes, bestätigte der Generalsekretär des Zentralkomitees der Partei, Erich Honecker. Es ist, liebe Genossinnen und Genossen, der Sinn des Soldatseins im Sozialismus, den Frieden zu erhalten, zu verhindern, dass die Waffen sprechen. Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft der Armeen, der sozialistischen Gemeinschaft, sind eine entscheidende Garantie, dass militärische Überlegenheit des Imperialismus nicht zugelassen wird und eine Aggression zum tödlichen Risiko ihrer Urheber würde. Wehrdienst im Sozialismus ist Friedensdienst. Die Waffenträger der Deutschen Demokratischen Republik sind Mitgestalter der auf den Frieden und das Wohl des Volkes gerichteten Politik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Dresden, eine moderne Großstadt im Süden unserer Republik. Zentrum von Industrie und Wissenschaft, Kunst- und Kulturstadt. Beispiel für die Verwirklichung der Politik unserer Partei. Im Mai 1945 begann auch hier eine neue Zeit. Erinnerung ist gegenwärtig. Einst im Feuer des faschistischen Krieges, innerhalb weniger Stunden zerstört, mahnt diese Stadt. Ein Inferno Dresden, Coventry, Leningrad, Hiroshima darf sich nicht wiederholen. Uns Lebenden Verpflichtung zum Handeln. Jeder Stein der neuen Stadt trägt für immer die Lettern Frieden. Der Name Dresden hat wieder einen Klang in der Welt, in dem viel Schönes mitklingt. Dresdens Semperoper, in alter Pracht aus Trümmern wieder erstanden, kündet von der Schöpferkraft der Werktätigen unseres Landes. Eines der weltbedeutendsten Opernhäuser, Stätte nationaler und internationaler Musikkultur. Während einer Probe Peter Schreier. Sie lebt, ich danke euch dafür. Oh, wenn ich doch imstande wäre, Allmächtige zu eurer Ehre, mit jedem Tone meinen Dank zu schildern, wie er hier entsprang. Auch das ist Dresden, Garnisonstadt. Die Militärakademie Friedrich Engels, höchste Bildungseinrichtung der Nationalen Volksarmee. Fest ist unsere Arbeiter- und Bauernarmee im Friedenskampf von Partei und Volk integriert. 16.15 Uhr. Gebe ich die Lage des dritten Bataillons. Waller, mit Spitze 206. 0, 39, 5. Immer so, Oberleutnant.
Precyzują Sie das zusammenlegende Pfeil. Zenit, podają warunki na współdziałanie. Na przechwycenie celu 1803 wystartował 1 WIG 250. Działać będzie w strefie numer 40. Zielführung möglich. 0,53. Setzen Sie Ausschnittsichtgerät zur Führung des Zieles 01 ein. In Dresden zu Hause, Gret Paluka. An der von ihr gegründeten Schule für künstlerischen Tanz, Elevinnen aus Leningrad. Вам понравилось? Да. Да, удовольствие вам доставило? А ты что, сейчас мы... Вы уже занимались такой ритмикой? Нет. Первый раз. Очень хорошо вы делали, получилось хорошо. А вот мы же уже в Ленинграде gesehen. Ну, мы в Ленинграде виделись, да. Ja, grüßt ihr die Schülerin, eure Kameradin? Передавайте большой привет вашим соучастникам в школе. Мне тоже очень понравилось. Dass ihr damals so gut mitgemacht habt und ihnen ein bisschen geholfen. Vielgestaltig ist die friedliche Zusammenarbeit. Vielfältig sind die Beispiele deutsch-sowjetischer Freundschaft. Eine Freundschaft, die Tradition hat, auch unter Waffenbrüdern. Доволен своим экипажем, его действиями. Ну, я здесь служил. Уже 2 года служил. Один я, он 2 года. Несколько раз был. Gemeinsam mit Freunden schützen wir zuverlässig die sozialistischen Länder. Und gemeinsam erfüllen wir unseren militärischen Klassenauftrag. Verleihung des ersten akademischen Grades an Offiziere des medizinischen Dienstes der Nationalen Volksarmee. An der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald, der zweitältesten Alma Mater im Ostseeraum, werden sie ausgebildet. Das Siegel des Papstes Calixtus und die Gründungsurkunde aus dem Jahre 1456 belegen das. Heute ist die Universität mit ihren 15 Sektionen, dem Bereich Medizin und der militärmedizinischen Sektion eine im In- und Ausland anerkannte Hochschule. Meine Damen und Herren,
Wir wollen uns heute über das Herz unterhalten. Das Herz mit seinem Fachausdruck Cor. Über die rechte Seite strömt das Blut aus den großen Körperschlagadern herein, aus der Vena cava superior und der Vena cava inferior, um dann nach der Passage durch den Lungenkreislauf über das linke Herz, über die Aorta, in den großen Körperkreislauf zu gelangen. Die Gliederung des Herzens selbst geschieht in... Nachdem jeder Offiziersschüler den Beruf eines Krankenpflegers erlernt hat, beinhalten die ersten Studienjahre vorklinische und klinische Ausbildung. Oder Atria, Atrium im Singular und zwei Kammern oder Ventrikel sich gliedern. Genossen Offiziersschüler, das elektronische Modell dient dazu, den vollständig entfalteten Divisionsverbandplatz und die Arbeitsorganisation auf ihm im Überblick darzustellen. Nach dem Prinzipschema der Entfaltung werden folgende funktionelle Abteilungen und Einheiten festgelegt. Ein Schwerpunkt des Studiums an der militärmedizinischen Sektion, Organisation und Taktik des medizinischen Dienstes. Und Operationsabteilung sowie die Lazarettabteilung. Die Arbeitsorganisation auf dem Divisionsverbandplatz mit ihrem Kernstück, dem geschädigten Durchlauf, veranschaulichen pulsierende Lampenketten. Vom Verteilerposten zum Einstufungsplatz für Schwergeschädigte, in das Aufnahmezelt für Körperhöhlengeschädigte, von da aus in das Operationsvorbereitungszelt, in die Operationseinrichtung im Halsbereich. In realistischen Übungen werden militärische und militärmedizinische Fertigkeiten ausgebildet, ausgerichtet auf die Erfordernisse der Praxis. Stände, Walter. Drei Fremdsprachen werden gelehrt. Umfangreich ist die gesellschaftswissenschaftliche Ausbildung. Über 40 ärztliche bzw. pflegerische Dienste sind während der gesamten Studienzeit zu leisten. So befähigen sich die Offiziersschüler als Arzt und Offizier der Nationalen Volksarmee, ihre ethische und humanistische Pflicht zur Erhaltung von Leben wahrzunehmen. Revolutionär, Internationalist, Kämpfer für die Sache des Sozialismus. Der Minister für nationale Verteidigung, Armeegeneral Heinz Kessler, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees unserer Partei, erinnert an den General der Deutschen Arbeiter- und Bauernarmee,
dessen Namen diese Division trägt. Für Heinz Hoffmann gab es Zeit seines Lebens immer eine untrennbare Einheit zwischen den Interessen und Zielen der deutschen Arbeiterklasse und denen der internationalen Arbeiterbewegung. Er war ein ebenso leidenschaftlicher Patriot wie Internationalist und mit dem Lande Lenins, seinen Menschen, seiner kommunistischen Partei und seinen Soldaten aus tiefstem Herzen verbunden. Als Sohn einer Arbeiterfamilie fand Heinz Hoffmann zum Kommunistischen Jugendverband und zur Kommunistischen Partei Deutschlands. Als Interbrigadist kämpfte er in Spanien. Über 25 Jahre leistete er als Verteidigungsminister einen bedeutenden Beitrag zur Festigung der Waffenbrüderschaft und zur Anwendung marxistisch-leninistischer Militärpolitik. Ein sozialistischer Offizier, der unermüdlich für die Ideale des Kommunismus, für Frieden und Völkerverständigung wirkte. Der Name Heinz Hoffmann ist fest mit dem Werden und Wachsen des Sozialismus auf deutschem Boden und der sozialistischen Streitkräfte verbunden. Sein Leben und sein Kampf sind Vorbild. Treue zur Partei, Liebe zum werktätigen Volk, Verbundenheit mit der Sowjetunion, eiserne Disziplin, soldatisches Pflichtbewusstsein. Das Vermächtnis des Armeegenerals ist den Soldaten der Panzerdivision Heinz Hoffmann Verpflichtung. Halt! Links! Strecken! Senken! Militärische Tätigkeit als Friedenssicherung. Den Krieg besiegen, bevor die Waffen sprechen. Das ist unser Sinn des Soldatseins. Unser Beitrag für die Zukunft des Lebens.
Thank you.